Leertaste zum Springen? Ach nee, danke. Schau an, brennendes Galbachöl. Weiß mich ein Wiesel, wenn das nicht Knut war. Knut. Ich mag Knut. Aber zwei Wege. Verdammt, ich kann mich nicht entscheiden. Da wird anscheinend weiter. Was ist denn los? Sa, was kann er denn? Ich? Schon wieder? Oh, das... verloren. Genau den nehme ich jetzt, oder? Ich bin doch tot, sobald ich den anfasse. Hey, ich bin nicht tot. Und das Spiel wurde gespeichert. Und das auch noch automatisch. Ups. Hey, das ist ja gut. Da geht's los. Genau, den habe ich mir nicht gelootet. Mit dem Sprecher, der hätte sprechen müssen.
bevor wir mit dem Typen da sprechen, hier einfach mal über meterlange Baumstämme sprechen. Verdammt! Du bist wieder da. Hast du die Mallrats erschlagen? Ja. Die Mallrats sind tot, deine Felder wieder sicher. Kann es sein, dass Kuma dich auch zu Melgans Grab geschickt hat? Ja, ja. Die Mallrats sind tot, deine Felder wieder sicher. Gut. Ein wenig Dank hätte ich schon erwartet. Ja, ja, danke. Kann es sein, dass Groma dich auch zu Melgans Grab geschickt hat? Wie kommst du darauf? Jemand hat einen Krug mit Galwachöl in der Gruft angezündet, um die Mallrats nach draußen zu treiben. Verwendest du das Öl nicht, um Wildtiere von deinen Feldern zu verjagen? Und wenn es so wäre? Halt dich von Ivy fern, Knut, sonst bekommst du Ärger. Okay, Ende. Tschüssi. Wenn ich sein Dings da hab, da macht bestimmt mehr Schaden als du. Also sein Stab da. Kein Apfel. Noch mehr Äpfel. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Ich mag Äpfel. Hoffentlich werde ich jetzt nicht Apfel bekommen. Ja, es kann schon mal passieren. Ha, so bricht man richtig ein. Einfach über den Zaun springen. Wo ist jetzt dieser komische Ort? Ah, was willst du? Ich will an dir vorbei. Hier schon fort einfügen. Ach ja, die Worte. Eigentlich stand er ja vorhin noch hier. Er steht aber nicht mehr. Steht er jetzt? Da ist der Big Boss. Sag mal, weißt du, ob Knut auch um Ivys Hand angehalten hat? Keine Ahnung. Wie kommst du drauf? Jemand hat Galwachöl in Melgans Grab angezündet, um die Mallrats nach draußen zu treiben. Mein Bauch sagt mir, dass es Knut war. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Kannst du dich mal umhören? Ich wüsste zu gern, ob mein Verdacht stimmt. Kannst du dich mal umhören? Ich wüsste zu gern, ob mein Verdacht stimmt. Klar, keine Frage. Komm einfach später wieder. Okay, tschüss. Wer bist du? Bauer. Hallo Bauer. Schöner Name übrigens. Wo ist denn jetzt dieser Typ? Oh, hier ist ja noch eine Kiste. Nahkampfkraft 8. Keine Heugabe. Keine Fackel. Ein Kochrezept. Hatte ich das nicht schon? Was hatte ich hier? 6. Cool, jetzt habe ich die Heugabel wie der Typ. Aber noch immer alles, was ich habe. Dann habe ich hier jetzt noch dieses Schriftstück. Genau. Das kann ich aber eigentlich schon machen. Anleitung ist bereits bekannt. Okay. Sehr gut. Und verdammt, das ist eine Zweihandwaffe. Jetzt kann ich mein Schild nicht anhaben. Oder? Wo ist denn mein Schild hin? Scheiße. Ach, dann nehme ich wieder die schlechte. Schild ist mir wichtiger. Ja. Ich spiele eh immer lieber mit Schild und Schwert. Beziehungsweise Keule. Aber wo dieser komische Orb ist, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht ist er ja weg. Ich renne einfach mal hier. Ach, das ist mein Freund. Willst du mich jetzt... Ah, da bist du ja. Ja, da bin ich. Nicht jetzt, später. Mann, du, warum ist später? Du kannst das jetzt nicht benutzen. Dann kann ich es jetzt halt eben nicht benutzen. Ha. Anarchie. Wo ist denn jetzt dieser komische Ork? Tag, Hirte! Oh, hallo.
das Schiff draußen auf dem Meer auch. Hast du das Schiff draußen auf dem Meer auch gesehen? Wird Fähren sein, Hirte. Kommt mit frischer Ware. Wird Zeit. Halvin fürchtet, es könnte ein Kriegsschiff von Robert III. Sein, dem König von Myrtana. Kein Kriegsschiff. Krieg ist auf Argan. Weit weg. Kommt nicht zu uns, Hirte. Ach so. Schön, dich zu sehen. Ich wollte jetzt eigentlich irgendwie mit dem über meine Freundin sprechen, aber jeder geht nicht. Dann mach ich jetzt die Quest weiter. Hast du Melgans Dolch? Ja, hier ist dein blöder Dolch. Hier ist Melgans Dolch. Nun gut. Die erste Prüfung war auch die leichteste. Ha. Was ist die zweite Prüfung? Du musst zeigen, dass du Ivy beschützen kannst. Willst du gegen mich kämpfen? Nein. Am Bergweiher hat sich ein Schmuggler bereit gemacht. Vertreib ihn von unserer Insel und bring mir seine Waffe als Beweis. Das Tor zum Bergweiher ist verschlossen. Wenn ich den Schmuggler vertreiben soll, brauche ich den Schlüssel. Ja, das stimmt. Hier hast du ihn. Und jetzt geh. Oh, ich bin Level 2, Juhu. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Drücke K zum Öffnen des Fähigkeitenmenüs und verteile deine erhaltenen Fähigkeitenpunkte. Durch Klicken auf die Plus-Minus-Symbole neben den Fähigkeiten verbessere so deinen Charakter. Okay. Kampfgeist. Eine Ausfallattacke überbrückt automatisch Distanzen zu Gegnern, die zu weit weg sind für einen normalen Schlag. Benötigt Level 1. Level 3. Lasse auf einen Nahkampfangriff exakt dann einen weiteren folgen, wenn deine Waffe aufleuchtet, um eine kunstvolle Kombination auszuführen. Jeder einzelne Schlag benötigt 6 Ausdauer. 2 Kombinationen bestehen aus weniger Schlägen als Einheitenkombinationen. Benötigt Level 1. Das finde ich schon ganz gut. Zoome näher an den Feind beim Aufziehen eines Bogenschusses durch drückende Taste. Benötigt Level 1. Ach, wir haben ja 3 Fähigkeiten. Die Quests haben wir ja jetzt noch gar nicht. Was ist hier jetzt los?